Er kommt an keiner Gitarre vorbei und sei sie noch so verstimmt. Er hat die Gabe, dem Publikum und der Band Dampf zu machen, und am Ende eines jeden Konzertes gibt er, stellvertretend für alle, der ersten Reihe die Hand. Er ist nicht der Star, er ist der Kumpel zum Anfassen. Seit den 80er Jahren schreibt er die meisten Songs für die Band. Damit verwandelt sich die lyrische Qualität mancher frühen Texte der Pudis in prosaische Schlichtheit. Doch seine Stimme ist so einmalig. Ohne die gäbe es keine Pudis. Schon doch seit 55 Jahren. Ich erlebe mich jeden Tag 24 Stunden und ich finde ja an mir ja nicht jetzt irgendwas ganz Besonderes, sondern die Leute interpretieren ja oftmals auch was in dich hinein und warte, das weiß ich auch nicht. Ich kann ja auch nur jetzt singen, was mir liegt und denke mal, die Leute spüren das. Und wenn ich auf der Bühne mich verspiele oder einen Text vergesse, dann auch scheiße, einen Text vergessen. Was jetzt normal ist. Und ich denke mal so, dass die Leute sich damit vielleicht identifizieren können. Sie sagen, ich, das ist ja auch nicht perfekt.